So, Freunde, wir sind wieder hier, sozusagen mit zweiter Episode von meinem Fleischwurst räuchern in Salz legen für Winter, weil du hast nichts zu kaufen vom Supermarkt. Klar, du hast, aber es ist besser, wenn du alleine machst. Und wenn du kannst, warum nicht? Und wie ich euch versprochen habe, jetzt werde ich euch zeigen etwas anderes, was ich mache für Winterzeit. Jetzt habe ich nur ein Stück, die werde ich auch nur jetzt in Salz. Also ich fange noch nicht mit Räuchern, wie ich auch in letztes Episode euch gezeigt habe. Ich habe dieses Schweinespeck, also weiße Speck von Schwein gemacht, aber wie gesagt nur in Salz. Übrigens, die muss morgen raus. Und ja, heute zeige ich euch, wie ich mache so mit einem Schweinefilet und bleibt dran, weil es ist ganz einfach, sehr schnell und es lohnt sich. Und ihr könnt überall machen, wenn ihr habt einen Balkon oder etwas, es ist ganz einfach. So, das erste, was wir machen, immer dieses Grobsalz, Pölkesalz, ich glaube, heißt sie. Wir werden ihn richtig kurz salzen. Überall, auf alle Seiten. Gut, klar, ich habe ihn zuerst gewaschen und auch getrocknet, also mit Küchentüchern. Und jetzt werde ich ihn so überall mit Salz machen. Wenn ihr macht mehr, größere Tüte oder größere Schüssel, was ihr wollt, reinmachen. Weil ich mache jetzt nur eins, mir reicht das. Ich mache ihn jetzt hier drin. Er will nicht. Ja, so. So. Und jetzt, Freunde, werde ich das Ganze hier mit Salz reinmachen. Also, dass er überflutet in Salz wird. Und das werden wir jetzt im Kühlschrank oder irgendwo, wo kalt ist, trocken, für 2 Tage lassen. So, Freunde, wie ihr seht, das ist alles. Jetzt werde ich die im Kühlschrank hinstellen für 2 Tage. Also wir sehen uns in 2 Tagen. Freunde, 2 Tage sind rum. 2,5 eigentlich, weil ich habe gestern vergessen, gestern Abend zu machen. Wie ihr seht, unser Schweinefilet hat viel, viel Wasser. Also viel mehr Wasser gelassen als den weißen Speck. Und jetzt werden wir die rausnehmen nach 2,5 Tagen. Schaut ihr, wie hart die ist. Und wir werden die gut waschen also in kalte Wasser. Nur eine Sekunde. So, machen wir hier weg. Und wir werden noch einmal das Wasser wechseln mit kaltes Wasser. Und jetzt, Freunde, wir lassen ihn in Wasser so für 5 Minuten. Und dann, ich zeige euch was, wir müssen noch machen mit ihm. Also, wir sehen uns gleich. Freunde, so sieht mein Schweinefilet jetzt aus. Ich habe ihn jetzt nach 5 bis 10 Minuten, also nachdem er im Wasser war, ich habe ihn rausgenommen und richtig gut mit Küchentüchern getrocknet. Und jetzt habe ich hier Alufolie, weil wir müssen eine Mischung machen von Knoblauchpulver Pfeffer.
und süße Paprika. Paprikapulver, klar. So, wir mischen hier alles gut. Und wir rollen unser Schweinefilet mit hier auf dem Alufolie mit diesen Gewürzen. So, Freunde, hier haben wir ein Seil und jetzt werde ich das hier auf dem Schweinefilet machen. Dann richtig fest. Wir machen eigentlich so. Und so, Freunde, werden wir ihn hängen zum Lufttrocknen. Das dauert so ungefähr zwei Wochen. Aber ich zeige euch, wenn er fertig ist. Freunde, so sieht mein Schweinefilet nach ungefähr 12 Tagen beim Lufttrocknen draußen. Es waren so zwischen 0 Grad nicht, aber 3 Grad bis so 10 Grad draußen und windig. Von hier, wie ihr seht, das habe ich probiert. Also niemand hat gegessen, kein Tier, sondern ich habe so genommen. So liebe ich den zu essen. Aber ich werde jetzt nur ein Stück schneiden. Ihr könnt ihn auch länger lassen zum Trocknen. Das werde ich auch jetzt machen. Also ich schneide jetzt nur ein Stück, das ich euch zeige. Und danach, ich lasse ihn noch trocknen. Und wenn wir wollen essen, ich schneide von da so für Frühstück und so. Aber das essen wir morgen. Morgen ist Sonntag, wir frühstücken zusammen. Und deshalb kann ich auch schneiden sozusagen. Aber ich will euch unbedingt zeigen. Wie ihr seht, Freunde, er könnte noch so ungefähr ein paar Tage noch trocken, dass er ganz, ganz bisschen mittel ist. Und das ist kein Problem. So werde ich jetzt wieder ihm hängen und auch lassen. Sieht sehr gut aus, oder? Und wie ihr gesehen habt, das macht sich so einfach. Also es ist nicht so etwas sehr Besonderes oder sehr schwer zu machen. Ich habe Wasser im Mund. Ich weiß, dass es schmeckt sehr gut, aber ich muss. Freunde, das schmeckt so gut. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und macht das, weil das ist so lecker. Ihr könnt nicht glauben, bis ihr probiert und ihr habt gesehen, wie einfach es ist. Bleibt dran, weil jetzt kommt die großen Sachen. Also jetzt in Folge 3 kommen die richtigen Sachen, was wir werden auch für ganze Winter haben.